Herzlich willkommen zu meinem Kurs Führung und Verkaufspsychologie. Heute habe ich für Sie herausgenommen die Verhandlungstechnik. Da gibt es ja unzählige von Harvard angefangen, aber ich habe mich für die LIMO-Methode entschieden. Das ist eine Lösung und eine Verhandlungstechnik in Form von 4 Schritten. Worum geht es da? Ich möchte den Schwung des Angriffs aufnehmen und in eigene Energie umwandeln. Das hört sich so ein bisschen asiatisch an. Was heißt LIMO? LIMO heißt L für Loben, I für Interesse zeigen, M für Mängel ansprechen und O für offen rückfragen. Beginnen wir mit 1, Loben. Was heißt das im Rahmen der Verhandlungstechnik? Loben Sie die gestellte Frage, damit rechnet nämlich der Angreifer nicht. Wichtig ist aber ihm, nicht Recht zu geben, sondern nur das Verhalten zu loben. Zum Beispiel, das ist eine sehr richtige Frage. Gut, dass Sie mich darauf ansprechen. Das ist sehr gut gesagt. Das zweite ist dann I wie Interesse zeigen. Interesse für das Thema. Ich habe es auch schon überlegt. Ich beschäftige mich schon länger damit. Ich glaube, darüber sollten wir überhaupt mehr wissen. Der dritte Punkt ist dann die Mängel ansprechen. Mängel offen zugeben bzw. ansprechen. Natürlich ist nicht alles ideal, Sie sind auf einen heiklen Punkt gestoßen. Hier könnte tatsächlich manches verbessert werden. Es gibt in der Tat einige Wettbewerber, die Meister in der Angebotsverschleierung sind. O wie offen rückfragen, Offenheit für ein Gespräch zeigen und rückfragen. Ich würde mich gerne mal mit Ihnen darüber unterhalten, Sie haben sich da schon Gedanken gemacht. Ich habe auch einige Fragen, vielleicht reden wir einfach darüber. Das ist die LIMO-Methode. Ich gebe Ihnen noch ein paar weitere Tipps beim Verhandeln, die nicht schaden können. Bei Kritik immer mit offenen Fragen antworten und versuchen Zeit zu gewinnen. Bevor Sie einen ungünstigen Kompromissvorschlag machen, fragen Sie den Kunden, was schlagen Sie denn vor? Sollte die Verhandlung festgefahren sein, was es ja oft passiert, machen Sie eine kurze Pause und gehen Sie an die frische Luft. Machen Sie sogenanntes Gehirndopping. Jeder überlegt sich, wie es zu einer Lösung kommen könnte. Schaffen Sie zustimmende Ja-Äußerungen Ihres Kunden. Warum? Ein Ja löst im Gehirn ein Belohnungssystem aus und dadurch eine positive Stimmung im Kundengehirn. Fassen Sie bei Vereinbarungen die Zusammenfassungen so ab, dass der Kunde bei wichtigen Verhandlungspunkten zustimmt. Ein Commitment-Prinzip. Knappheitsprinzip, verknappen Sie Ihr Angebot glaubwürdig. Wir haben zum Beispiel nur noch 2 Stück auf Lager, seien Sie dabei vorsichtig. Dadurch aktivieren Sie beim Kunden das Jagd- und Beutemodul. Bauen Sie keinen Abschlussdruck auf und sprechen Sie eine kompetente Kaufempfehlung aus. Wichtiges Tipp zusätzlich, bei Verhandlungen viel Wasser trinken. Das steigert nämlich die Konzentrationsfähigkeit. Ja, das war die LIMO-Methode und ein paar Tipps zur Verhandlungstechnik. Ich habe mich gefreut, dass Sie mir zugehört haben und wünsche mir auf ein baldiges Wiedersehen und Wiederhören.